Hi, ich bin 3+ und ich werde jetzt in meiner angenehm tiefen Erzählerstimme Fragen aus diesem Hut vorlesen. Los geht's. Zeige uns das letzte Bild, das du mit deinem Handy gemacht hast. Verdammt. Oh je. Ich weiß nicht, was ich zuletzt gemacht habe. Da. Oh, das ist der Mietwagen von heute. Ich habe bei einer Autofirma, gibt es so eine Aktion, da kann man, bei so einer Autovermietungsfirma, da kann man sich einfach einen Mietwagen geben lassen, quasi im Zufallsprinzip. Das habe ich heute mal gemacht. Und ich habe einen 3er BMW bekommen. Mit Dingensvollausstattung und so weiter, so Ledersitze und bla, aber Sommerreifen. Heute schneit's hier, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Also falls das jetzt, falls ich nachher auf der Autobahn einen Unfall haben sollte oder sowas, bitte nehmt das trotzdem mit rein. Wäre ein mega geiler Abgang, das vorher noch so anzukündigen mit Sommerreifen. Und dann, was bedeutet Hip-Hop für dich? Das ist mein Leben, Homie. Das ist mein Leben. Homie, Hip-Hop. Nee, keine Ahnung, das lässt sich ja schwer irgendwie, also ist schon ganz nice auf jeden Fall, macht schon Laune. Ist ganz cool, kann ich weiterempfehlen eigentlich. Meer oder Berge? Immer mehr, irgendwie. Berge ist richtig langweilig, Mann. Was machst du in den scheiß Bergen? Hängst halt da rum, glotzt irgendwie, mehr kann man ja zumindest dann so reingehen. Berge kann man klettern, aber das hat so ganz viel mit Bewegung zu tun. Mehr. Mehr kann ich auch jedem empfehlen übrigens. Wer oder was wärst du gerne für einen Tag? Boah, ich wäre gerne Taube, weil Tauben rumfliegen und auf alles kacken. So, das fände ich richtig nice. Und denen ist halt auch scheißegal, was sie essen. So, also die haben nicht so krasse Wünsche, die nehmen halt das, was da ist und das juckt die auch gar nicht, da denken die nicht drüber nach. Finde ich gut. Zu Hause oder auf Tour? Vor der letzten Tour hätte ich wahrscheinlich gesagt zu Hause, weil ich echt Touren so lange weg von zu Hause sein und so weiter, das mag ich nicht so und jeden Tag woanders sein, aber wir waren mit einem richtig schönen Nightliner unterwegs und 17 Dates lang mit Weekend und Fat Tony. Grüße! Und das war schon geil. So, jeden Tag ist Essen da, du kommst aus dem Bus, es ist Essen da, du kommst von der Bühne, es ist Essen da, es ist immer Essen und Trinken da. Es gab eine Kaffeemaschine im Bus. Tour. Kann ich jedem empfehlen. Tour übrigens. Wenn ihr auf Tour gehen könnt, geht auf Tour. Solange ihr könnt. Was magst du an Pinguinen? Habt ihr, also, das ist ja wohl jeder, der schon mal Pinguin-Doku gesehen hat, kann das, er kann sich das wahrscheinlich selbst beantworten. Die sind einfach. Watschen halt so rum am Flügel, mit denen die nicht fliegen können, aber es juckt die nicht. Die laufen den ganzen Tag da rum, springen ab und zu mal ins Wasser, fangen Fisch. Ich habe sogar irgendwo mal gesehen, dass es so Prostitution gibt mit Steinen. Also, dass die Weibchen sich zum Sex anbieten, wenn der Magger dann ankommt und so einen Stein dabei hat oder so. Also nicht, dass ich Prostitution gut heiße, aber die leben in so einem total verrückten System, wo es dann um Steine geht am Ende. So von wegen, oh geil, gib mir einen Stein, dann kann ich ein Nest bauen oder sowas. Und die sind süß. So, es gibt auch so Videos auf YouTube, wo man nur Pinguin-Fails sieht, so wie die so Klippen runterspringen und dann so sich 3 Millionen Mal auf die Fresse legen und dann einfach nochmal weiterlaufen. Die juckt gar nichts. Pinguine sind nice. In 20 Jahren werde ich 44 sein. Das ist verdammt traurig. Dankeschön fürs Zuschauen. Es ist der traurige 3+. Und ich tue jetzt die Fragen wieder in den Hut. Und hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und denkt nicht darüber nach, wo ihr in 20 Jahren seid.